Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen, wie ihr euch als Stampin' Up! Demonstrator anmelden könnt bei Stampin' Up! Kommt einfach mit an meinen Computer, dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Okay, ich hoffe, so könnt ihr das Ganze gut erkennen. Ich bin jetzt einfach auf die Seite von Stampin' Up! Gegangen, www.stampinup.de. Und jetzt kann man hier oben drauf gehen, auf diesen Button, da steht als Demonstrator anmelden. Ich zoome euch mal kurz ein bisschen näher. Wobei, ich glaube, ich bleibe mal so. Als Demonstrator einsteigen steht hier. Und da klicke ich einmal drauf. Dann kommt hier ein Feld mit verschiedenen Texten. Und ihr könnt dann hier unten auf Jetzt einsteigen gehen. Und vorher könnt ihr euch natürlich auch hier ein bisschen umschauen, was Stampin' Up! Für euch hier zusammengestellt hat. Und ich klicke jetzt auf diesen Button bei Stampin' Up! 1 einsteigen. Dann müsst ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse registrieren. Ich nehme jetzt einfach eine Test-Mail, um euch das kurz zeigen zu können. Ihr müsst dann natürlich auch ein Passwort eingeben. Auf der nächsten Seite kommt ihr an die Stelle, an die ihr den Demonstrator auswählen wollt, bei dem ihr ins Team einsteigen möchtet. Ich nehme jetzt einfach mal mich selber, Babsi Huber, und klicke dann hier hinten auf diesen roten Bereich und suchen. Dann wird mir hier die Babsi Huber schon angezeigt, auch mit einem kleinen Foto. Und wenn ich mir sicher bin, dass das die richtige Person ist, kann ich die hier vorne anklicken. Ich wollte euch eigentlich noch kurz was zeigen, wenn ich jetzt auf zurückgehe. Hier steht nämlich auch noch das Feld in der Nähe suchen. Da könntet ihr auch eure Postleitzahl oder eure Adresse eingeben und dann auf Suchen klicken und dann schauen, bei wem ihr in der Nähe einsteigen könnt. Ich nehme aber jetzt nochmal die Babsi und wähle die hier vorne auch nochmal aus und komme dann auf die nächste Seite und sehe dann hier, gehe nochmal ein kleines bisschen raus, einmal ein größeres Bild von mir in diesem Fall, also ich möchte bei mir ins Team einsteigen und hier oben wäre auch nochmal die Kontrolle, hier oben, da steht auch nochmal Ihre Teamleitung Babsi Huber. Und jetzt sieht man hier schon ein bisschen den Bereich, wie es jetzt losgeht, wie geht es weiter. Also ich suche mir zuerst ein Starter-Set aus, wähle alle Produkte aus, die ich dann haben möchte und registriere mich danach. Und das Ganze kann ich machen, indem ich hier unten einfach auf Weiter klicke. Und hier sieht man jetzt noch den Überblick, was man noch zusätzlich zum Starter-Set erhält. Also in diesem Fall erhält man jetzt hier einfach noch ein Marketing-Paket, also ein ganzes Produktpaket zusätzlich, wo diese ganzen Dinge, die ihr jetzt hier seht, drin sind. Das kann natürlich sich immer wieder ändern. Momentan ist da jetzt noch der Mini-Katalog drin, aber das kann sich natürlich bei euren Abbildungen dann auch verändern, je nachdem, wann ihr euch anmeldet. Im Prinzip ist dieses Geschäftsmaterial, das da immer dabei ist, immer mit den aktuellen Katalogen, mit Einladungskarten, mit Kundenbestellformularen und mit verschiedenen Flyern ausgestattet. Und ihr seht dann hier nochmal so zusammengestellt, was da dann wirklich alles drin ist. Also lasst euch jetzt nicht orientieren, falls ihr das Video später anschaut, kann es auch sein, dass das ein bisschen andere Bilder sind, dass da andere Kataloge abgebildet sind. Das kommt halt immer darauf an, wann ihr euch dann anmeldet als Demonstrator. Und jetzt könnt ihr unten rechts auf Produkte auswählen gehen und könnt euch euer Starter-Set zusammenstellen. Ganz wichtig ist nur, man darf nicht über diesen Wert von 175 Euro drüber kommen. Also man muss beim Starter-Set darauf achten, dass es nicht mehr als 175 Euro sind. Möglicherweise ganz einen kleinen bisschen Betrag drunter, das ist okay, aber eben nicht mehr als 175 Euro. Und da kann man jetzt einfach verschiedene Dinge zusammenstellen, die ich mir jetzt bestellen möchte. Und ich kann dann auch verschiedene Filtereinstellungen machen, also dass ich von A bis Z oder Neueste zuerst oder dass ich an der Seite mal Ausschau halte, dass ich vielleicht noch Neutralfarben suche und dass ich die dann eben anzeigen lässt, alles was mit Neutralfarben zusammenhängt, Farbkartone und so weiter. Und ganz klein hier oben kann ich auch ein Produkt suchen, also wenn ich zum Beispiel die Papierschneidemaschine suche, kann ich mir die natürlich auch anzeigen lassen und alles, was da dazu gehört. Und ich kann auch hier an der Seite zum Beispiel bestimmte Preise auswählen. Gerade am Schluss ist das gut, wenn ich kurz vor meinem Bestellwert bin. Ich nehme jetzt mal noch die Blumen mit dazu.
Ich habe hier unten immer noch diesen Betrag, der mir noch verbleibt. Sie haben jetzt verbleibenden Warenwert von 3 Euro. Dann könnte ich hier an der Seite noch anklicken, 0 bis 5 Euro. Jetzt bin ich eine Seite verrutscht. Also 0 bis 5 Euro. Und ich kann hier natürlich auch die Kataloge auswählen oder eine Sprache oder ein Stempelset-Ausführung. Gerade bei Sprachen könnt ihr gucken, dass da kein Filter angeklickt ist. Dann seht ihr alle Sprachen. Ist vielleicht noch wichtig zu wissen oder ja. Irgendwelche anderen Sachen. Also ich gehe jetzt mal auf 0 bis 5 Euro, weil ich weiß, ich habe noch 3 Euro übrig. Und guck mal, ob ich hier noch was finden kann. Das gibt es für 4,90 noch. Aber für 3 Euro finde ich jetzt nichts mehr. Deswegen schaue ich jetzt weiter. Das heißt, ich habe jetzt mein Starter-Set voll gemacht. Ich kann nicht mehr noch mehr bestellen. Ich habe nur noch 3 Euro und dafür gibt es jetzt nichts mehr. Und habe jetzt alle Produkte, die ich gerne haben möchte. Und würde dann hier auf Weiterklicken. Ich habe euch in einem anderen Video gezeigt, wenn ihr zu einer bestimmten Aktion im Jahr einsteigt, also jetzt zum Beispiel zur Celebration Sites im Januar und Februar 2024, gibt es da noch zusätzliche Produkte, die man dann anklicken kann. Also da kommt dann bestimmt eine Option, dass man sich noch was aussuchen darf. Das wird immer so sein, wenn ihr bestimmte Aktionen habt, dass ihr genau dann noch diese Option bekommt, noch was dazuzufügen, wenn es diese Aktion gerade gibt. Ich kann euch das jetzt noch nicht zeigen, weil ich jetzt noch nicht im Januar bin, sondern das Video im Dezember aufnehme. Mir geht es darum, dass ihr diese Schritt-für-Schritt-Anleitung immer habt, also nicht nur für Aktionen, sondern eben auch, ja, wenn es unter dem Jahr irgendwas gibt. Und dann kommt ihr hier auf die nächste Seite, das ist die Registrierungsseite. Und hier seht ihr zum einen eure Teamleitung und könnt nochmal kontrollieren, ob das passt. Das bin jetzt in dem Fall wieder ich, also Babsi Huber. Da wäre auch nochmal meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Es ist aber so, dass Stampin' Up! Eurer Teamleitung dann immer eine Nachricht zukommen lässt, wenn ihr jetzt da ins Team eingestiegen seid. Also wenn ein neues Teammitglied eingestiegen ist in das Team, dann bekomme ich als Demonstrator, also als eure Teamleitung, dann eine Nachricht dazu. Und dann bekommt ihr von mir eine E-Mail, eine Willkommens-E-Mail. Ich melde mich dann auf jeden Fall bei euch. Ihr bekommt von mir auch eine kleine Mini-Lektüre habe ich es genannt. Da sind ganz viele Dinge beschrieben, wie ihr euch, was ihr tun könnt, was die ersten Schritte sind. Ganz viele Informationen auch über die Webseite der Demonstratoren. Da bekommt ihr dann den Zugang zu einer separaten Demonstratoren-Webseite, wie ihr da was findet, was ihr da anlegen müsst zuerst, dass ihr Bestellungen machen könnt, welche Bestellarten das es gibt. Und also alles, was so wirklich wichtig ist, habe ich da zusammengefasst. Aber auch Sachen wie Workshops machen oder Bastelpartys oder YouTube-Videos oder so. Also da ist ziemlich viel Information, aber da könnt ihr rauspicken, was für euch wichtig ist. Das schicke ich euch dann immer in der Willkommens-E-Mail mit zu. Und dann bekommt ihr von mir auch noch ein kleines Geschenk zugeschickt und habt somit auf jeden Fall auch die Verbindung zu mir. Also ich schreibe auf jeden Fall jeden an, der neu ins Team einsteigt. Hier seht ihr auch nochmal die Zusammenfassung der Bestellung, sprich den Betrag, den man bezahlen muss, also 129 Euro. Und den Versand gibt es immer gratis dazu. Also das ist wichtig, beim Starter-Set muss man keine Versandkosten zahlen. Dann müsst ihr eure persönlichen Daten hier angeben, also Vorname, Nachname, Telefonnummer, Geburtsdatum. Ich wähle jetzt einfach irgendwas aus, weil es ist ja nur als Test. Dann geht ihr auf Weiter, hinterlegt eure Postadresse. In der Teststadt. Und dann geht ihr weiter. Also meine Lieferadresse weicht von meiner Rechnungsadresse ab. Dann könntet ihr hier noch anklicken und hättet noch eine Lieferadresse zum Ausfüllen. Dann könnt ihr auswählen, im nächsten Punkt, ob ihr einen Hilfsdemonstrator habt oder nicht. Das ist der Ehepartner, wird mein Hilfsdemonstrator oder eben nicht. Dann kommen die ganzen Vertragsvereinbarungen. Die müsst ihr euch wirklich durchlesen und dann bestätigen, dass ihr das alles durchgelesen habt. Also die könnt ihr hier einzeln anklicken, euch runterladen, öffnen und dann anschauen. Und dann müsst ihr das natürlich bestätigen, dass ihr das gelesen habt und dass ihr damit einverstanden seid. Bitte lest euch das auch wirklich durch, weil das ist euer Vertrag, den ihr hier mit Stampin' Up! Unterschreibt, den ihr eingeht. Und es ist natürlich wichtig, dass ihr euch das auch gescheit durchgelesen habt. Hier kann man die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinterlegen. Das steht auch nochmal hier genau dran. Falls Sie umsatzsteuerlich registriert sind, reichen Sie bitte eine Kopie der Bescheinigung
Führe die Umsatzsteuerregistrierung per Fax oder E-Mail oder Post bei Stampin' Up ein. Nachdem Sie Ihre Begrüßungs-E-Mail erhalten haben, genau, bitte bestätigen Sie in jedem folgenden Jahr bis zu Ihrem Registrierungsmonat entweder Ihre Umsatzsteuerregistrierung oder teilen Sie uns mit, dass Sie nicht mehr umsatzsteuerlich registriert sind. Man kann ja auch die Umsatzsteuernummer reintragen oder nicht. Und man muss hier auswählen den Versand. Es ist ja einfach gratis Versand, das passt. Und dann muss man noch die Zahlungsweise angeben. Also man kann entweder per Kreditkarte oder mit PayPal bezahlen. Und dann klickt ihr auf Weiter und seid angemeldet als Stampin' Up! Demonstrator. Also hier ist wichtig, ihr braucht entweder eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto, um euch anzumelden. Und euer Demonstrator, bei dem ihr ins Team einsteigt, darf das nicht übernehmen. Also das müsst ihr selber machen. Das ist ganz wichtig und eine Vorgabe von Stampin' Up! Ja, so funktioniert das. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber es ist eigentlich immer ganz schön, wenn man das nochmal vor Augen bekommt, welche Klicks man machen muss. Manchmal klappt es nicht so, wie man es im ersten Moment sieht. Genau, und so habt ihr jetzt so ein bisschen einen Überblick bekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich auf euch im nächsten Video. Wenn euch noch interessiert, was es momentan für aktuelle Angebote gibt, im Januar und Februar 2024, habe ich euch ein Video aufgenommen und insgesamt alle Fragen zum Stampin' Up! Demonstrator sein, dann schaut gerne bei diesen Videos noch vorbei. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.